Henning Büker ist Azubi im zweiten Lehrjahr. Auf dem Lehrbauhof der Fachgemeinschaft Bau absolviert er seine praktische Ausbildung, um eines Tages als Zimmermann arbeiten zu können. Das ist ein schönes Handwerk einfach, also was man immer wieder wiederfindet. Es macht schon Spaß, körperlich, aber man muss auch seinen Kopf dabei anstrengen. Das ist ganz schön dabei. Der Lehrbauhof in Marienfelde bildet in insgesamt 14 Berufen aus dem Baubereich aus. So können die jungen Leute etwa das Handwerk des Straßen- oder Kanalbauers, Fliesenlegers, Maurers oder auch des Stuckateurs erlernen. Wir haben inzwischen etwa 40.000 Lehrlinge hier durchgeschleust, erfolgreich durchgeschleust. Außerdem machen wir noch die Weiterbildung. Wir bilden Meister aus, Poliere, Vorarbeiter und das ganze Spektrum der Weiterbildung, sobald es für den Bau gebraucht wird. In der sogenannten Stufenausbildung im ersten Lehrjahr gilt es, auch berufsübergreifend praktische Erfahrungen zu sammeln. Der Fliesenleger lernt eben auch, wie man Trockenbau, sogenannte Rigipswände, stellt, wie man mauert. Er lernt die Grundlagen auch des Stuckateurwesens. Also das ganze Spektrum der angrenzenden Berufe wird mit abgedeckt. Die Hauptaufgabe des Lehrbauhofes ist es, den Auszubildenden Techniken näher zu bringen, die im eigenen Ausbildungsbetrieb nicht vermittelt werden können. Selbst wenn der Großteil der Azubis aus jungen Männern besteht, sind auf dem Lehrbauhof auch Frauen willkommen. Unter den Lernenden trifft man sowohl auf Haupt- oder Realschüler als auch auf Abiturienten oder Studienabbrecher. Auch Henning Büker hat sich trotz Abi in der Tasche für das Handwerk des Zimmerers entschieden. Handwerk ist goldener Boden, sagt man ja immer. Und das ist auf jeden Fall was, das sich mir mein ganzes Leben lang nützen wird. Henning Büker schließt zwar ein späteres Studium nicht aus, doch vorerst heißt es für ihn hämmern, hobeln und sägen. Und dafür bietet der Lehrbauhof in Marienfelde ideale Bedingungen.